Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast, ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Aloha. Ich hoffe, ihr habt das gerade gesehen, wir haben gerade die Spur gewechselt, weil die anderen LKWs zu langsam sind. Rechts überholen, ganz gefährlich. Rechts. Wie dreist, ey. Also sie haben dieselbe Höchstgeschwindigkeit. Aber die anderen sind halt anders beladen, ne? Also die holen jetzt neue Milch. Aber die machen gute Einnahmen. Apropos Einnahmen. Was wollten wir als erstes machen? Wartung senken. Wir wollen jetzt erstmal die Wartung senken, weil wir haben jetzt noch einen kleinen Puffer. Das heißt, wir wollen jetzt alle... Achso, ist hier oben alle ausgewählt. Mhm. Das heißt, wir gehen dann von sehr hoch auf hoch zurück. Also wir haben jetzt nur noch... Das wird jetzt alle sein... Jetzt hat es geklappt. Ja, eben hat es nicht geklappt. Also wir wollen jetzt mal gucken, dass wir wieder ein paar Einnahmen kriegen. Währenddessen müssen wir natürlich sehen, dass der Sprit verteilt wird. Hier kommen natürlich die Fahrzeuge jetzt gerade schon hoch. Ich weiß gar nicht, wer die überhaupt da unten gekauft hat. Wir hätten die auch hier kaufen können, oder nicht? Die waren doch, glaube ich, noch auf Lager gewesen. Ach so, die waren noch auf, ja, die Geschichte. War ja noch Lagerware. Okay, also hier, wie gesagt, wir müssen abwarten, dass der Sprit abgeholt wird. Da werden wir natürlich weiteres veranlassen, dass auch andere Städte das kriegen. Da sind wir aber noch nicht sicher, da ist noch kein Beschluss drüber gefasst, was wir da jetzt weiter verteilen wollen. Und wie. Und für wen natürlich auch. Jetzt wollen wir erstmal sehen, wir haben hier noch Ölraffinerie, eine zweite, die haben wir noch nicht angeschlossen. Das heißt, die werden wir gleich noch mit anbinden, weil es wird ja nicht weniger werden. Und wir werden auch nicht mehr abnehmen können, weil wir noch keinen Lösungsmittelabnehmer haben. Der Abnehmer für Lösungsmittel ist die Klebstoffherstellung. Und davon haben wir nur eine. Und die ist in Rotstein. Das heißt, da kommen wir nicht ran. Noch nicht. Noch nicht, genau. Das heißt, der wird erstmal drin bleiben und solange der klebt, das Lösungsmittel nicht weggeht, wird die auch nicht aufsteigen. Also die Ölraffinerie wird nicht in den zweiten Level gehen. Sprich, wir werden mit dem leben müssen, was da ist. Und das sind 125, ja. Mal 2, 250 Einheiten. Das heißt, wir kommen auf 500. Die kriegen wir hier verdoppelt auf 1000. Genau, auf 1000. Ja, haben wir nicht. Haben wir noch eine Notreserve hier unten in Kantopolis. Da könnten wir nochmal 250 Ölfässer abholen. Die schaffen wir vielleicht noch mit rüber. Aber das erstmal müssen wir jetzt sehen, dass wir die Produktion jetzt richtig anreißen, weil alle wollen. Also jede Stadt hat schon gesagt, jeder Bürgermeister hat gesagt, Kante, Spirit, wir brauchen. Spirit. Genau, Spirit. Wir wollen. Ich zuerst am besten, also so wie im Moment die Menschenentwicklung ist. Erstmal ich, dann eine Weile gar keiner mehr und dann die anderen. So ist es auch hier. Ja, jeder Bürgermeister tut nur das Beste für seine Wähler. Gleich lünchen mich die ganzen Bürgermeister hier. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir jetzt hier an Anschluss machen, weil wir wollen, so ist die Theorie, wenn wir nachher hier hochfahren, macht es ja auch Sinn, weil die Gleise, die brauchen wir im Moment ja nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob wir die überhaupt noch wieder brauchen, weil wir ja eine ganz andere Zuführung haben. Abwarten, wenn dann mal der Sprit zu dir soll und so. Ja, dann gibt es auch dafür eine Lösung. Ist das komplett weg, die Strecke? Da ist er. So, alles andere kriegt man leicht wieder hin, so. Noch ein Meter Gleis? Nee, es war nur die Tunneleinfahrt. Genau. Als wäre nie was gewesen. Hübsch gemacht. Das heißt, wir würden dann uns wahrscheinlich hier mit anschließen. Sprich, wir würden hier in einen Bogen reinkommen. Das heißt, das wäre dann die Hauptstraße, die wir dann weiterfahren werden. Ich guck mal, ob wir damit hier geschickt runter durchkommen. Oh, fühl ich schon ganz schön. Na? Gut. Ich guck mal mit elektrisch. Mit elektrisch ist auch gut. Ja, dann. Ja, ich baue es gleich mit elektrisch, habe ich verstanden. Ob da LKWs fahren? Wir haben so viele schöne Auswahl mittlerweile. So, und jetzt können wir das natürlich gleich hier anschließen. Ach komm, dann bauen wir es gleich aus. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir so hier vierspurig haben. Aus der in weiser Voraussicht schon mal richtig.
vierspurig gebaut. Ja. Das stimmt. Aber hier bin ich zu dicht dran. Das nehmen wir nochmal weg und das nehmen wir nochmal weg und das nehmen wir nochmal weg. Das heißt, wir haben im Moment gar keinen Anschluss. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir jetzt das hübsche sehen. Am besten. Ach so, Stadt. Müssen wir eine Stadtstraße haben? Ne, müssen wir nicht. Ticken zu weit weg. Okay, ja, genau. Das sieht gut aus. Knüpfpunkte. AEs? Alles AEs oder was? Ja, die restlichen Stadtloks, die es dann gab. Wow. Eine GP9. Mhm, interessant. Ach, guck mal, was da gerade ist. Ah, sehr schön. Wir sind im Jahre 58. Jetzt wird's interessant. V300. Really? Und eine MB Bridge. Kipper. Bisschen flach da hinten. Pfeilerkollision. Ne, das hier vorne mit den Brückenpfeilern eine Kollision. Guck mal. Ja, er kriegt nicht geschubst aufgrund des Radius. Da können wir da durchgehen. Ne, auch nicht. Das ist ja krass. Ist noch gar nicht unser Problem gerade eigentlich. Nö, das machen wir später. Ach, guck mal, hier wird's gehen. Ja, das doch. Hoppala. Mittelschnitt. Gruel. Was denn? Ein Bergwerk möchte aufgeben in Gruel. Außer das Kohlebergwerk bei meinem Stahlwerk. Nö, ist weiter hinten. Am anderen Ende von Gruel. Okay. So, das war jetzt erstmal die Theorie. So, dann wollen wir jetzt ja. Ein Verlade. Genau, wir brauchen Verladeterminal. Durchgehend so. Mit Strom gleich. Ja. Landneu. 80 Meter elektrifiziert. Drei. Bei fünf. Ja, willst du gleich auf 6 ausgehen? Ja, mit 3 fangen wir an. Wir wollen jetzt im Moment ja ein bisschen Kosten optimieren. Wir haben ja eben, wie gesagt, mal die Dings ein bisschen gebogen. Nichts baust, wenn man positiv. Platzen gerade so an der schwarzen Null. Ja, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine Entwicklung, wo man nicht leben kann, wo nichts bei verloren geht. So. Ist die Frage, ob sie in der Einfahrt dann abladen sollen oder reinfahren und abladen? Ich habe schon überlegt, ob wir nicht später sogar wieder unsere Traumkoordination machen. Sprich, hier rausfahren aus dem Dings hier. Und einmal hinten rumfahren. Also sprich, rechts abbiegend hier hinten rum mit Warteschlange. Mhm. Und dann... IBM, ja. Können wir machen, wenn der Durchsatz groß ist. Wollte ich gerade sagen. Das ist aber etwas für die Zukunft, damit der Durchsatz dann halt auch wirklich größer wird. So, wir planen natürlich voraus ein wenig... Ja. Kapazität. Das passt. So, jetzt brauchen wir es auf der anderen Seite noch. Genau, hier brauchen wir das natürlich auch nochmal. Wir müssen hier abholen und drüben abholen. Das heißt, wir brauchen auf beiden Seiten das Ganze hier. Ist doch Land, muss Gott sagen. So, dann gehen wir ganz dreist, ja, und dann Feldschiene, aber du willst ja eh LKW fahren, habe ich nicht verstanden.
Ach stimmt, ich kann ja entscheiden. Oh, ist das ein Träumchen. Das machen wir dann erstmal. Häuschen dran. So, aber wir müssen das Ganze, glaube ich, trotzdem ausbauen auf die Zufahrt. Genau, die Zufahrt. Hätte man auch aufschnibbeln können, fand ich jetzt aber nicht so dramatisch und wichtig. Boah, guck mal, warte mal. Das wäre doch, oder? Ja, noch ein Stück rausziehen, bitte. Falls du nochmal zwei Gleise dran zaubern willst. Ja, dann. Ja, so. Dann wäre theoretisch. Noch meckert keiner. Wir nehmen also eine andere Straße bis dahin. Das heißt, es müsste theoretisch. Da geht keine Linie. Nein. Doch. Nee. Doch, die. Du hast unten noch nicht angeschlossen, deswegen. Das ist die. Kantor, oder ist die Bürger? Ja. Stimmt, die habe ich noch nicht angeschlossen. Das würde mich jetzt leider mal interessieren, bevor ich es anschließe. Wo die jetzt langfallen. Über die Autobahn, ne? Ja, vermutlich. Ja. Achso, die erste Schiene. Hier ist die Autobahn. Ja, da fahren sie. Okay. Riesenumweg. Wollen wir natürlich nicht. Sondern die sollen natürlich dann auch hier mit ran. Dann haben wir hier nämlich einmal den Schienenweg weniger, also ein Bahnübergang weniger. Dürfen wir endlich über 160 km/h fahren, na Gott sei Dank. Und auch der Straßenanschluss ist dadurch besser. Ne? Wir kommen von hier aus, kommen sie auch auf die Autobahn. Also theoretisch haben wir denen jetzt einen Gefallen getan. Warum nicht? Ne? Mehr Verbindungen, mehr Einwohner. Mehr Umsatz. Wir fahren so hier alle lang. Wo wollt ihr hin? Ihr müsst da abbiegen. Hier ist halt ein Tunnel, hier abbiegen und so. Ampel. Ja, deswegen stehen sie da alle. Aber die ersten biegen schon ab. Oder die wollen zur Autobahn hin. Die hatten ja vorher auch keine Autobahnanbindung, ja? Ja, die mussten hinten rumfahren über den schmalen Weg und dann hinten bei Offenburg dann auf der Autobahn. Wie gesagt, wenn das nachher extrem wird mit dem Verkehr, dann gibt es dann nochmal eine Autobahn. Crazy. Also wir haben aber auch gelernt, man kann dadurch diversifizieren. Genau, also man kann die Linien kombinieren, so wollte ich das sagen. Also Straßen, also LKWs und Trams kann man kombinieren in einer Linie. Ja, das. Und du kannst durch mehrere Straßenanschlüsse ja auch in einen Fluss in die Richtung ja über verschiedene Strecken schicken. Genau. Ja, auch beim Straßenverkehr. So. Wieso fährt jetzt die pink-rote Linie da lang? Das kann ich ja nicht sagen. Wahrscheinlich, weil es kürzer ist. Nach Kantonschluss runter. Ja gut, ist ja schneller als der Landweg früher. War ich Gütertruck oder Gütertruck? Nee, wir fahren Gütertruck. Wir haben so viele schöne große LKWs gefunden. Ja, es sind ja gerade erst ein paar LPs dazugekommen. Raffiende. Und dann können wir mit den Trams von drüben das Öl hier rüberholen. Das könnte man machen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir müssen dann nur mal gucken, was wir noch so auf Lager haben. Einsteigen und hinsetzen, bitte. Nächster Lager haben für Fahrzeuge. Ja, das war ja wieder klar, dass wir wieder gucken, was wir auf Lager haben, wir Fahrzeuge. Vielen Dank für dein Follow, Lucky. Und herzlich willkommen. Noch die Gleise anpassen. Erstmal die Gleise, Ja, geht gleich los. Du wolltest ja ein Fahrzeug. Ja, ganz unten. Straßenfahrzeug. Straße und. Da haben wir noch die Stahl-LKW. Aschaffenburg. 20 LKW sind wir da, ja. Ja, die könnten wir hier ummodeln. Okay. Spiel bringen. Durchtauschen. Cargo. Was war's? Das wären schon mal 40, aber es ist nicht das, was wir wollen. Wir brauchen jetzt. Ich gehe mal auf Öl, ne? Machen wir mal Rohöl. Wer Rohöl kann, kann auch alles andere. Das wären die hier. 38 auf kurzer Strecke.
bisschen mehr Leistung vielleicht haben. Mhm. E315. 6 kW. Tankwagen. 106 kW, 70 km/h. Den haben wir auch noch nicht unterwegs, ne? Ne, die sind ja neu dazugekommen gerade eben. Das sind die großen davon, die könnte man nachher dann durchtauschen. Boah, wenn es nicht reicht. Der kleine, guck mal, der könnte 50, das wäre auch schon was fürs nächste. Ich würde das, die würde ich nehmen. Ja, die mit. Kosten 10. Und dann schmeißen wir die gleich auf meine KA. Buffy-Pendel, das grüne. Das grüne Ding. Auch die 20 LKWs ist zwar sehr optimistisch, aber die werden wir mit Sicherheit brauchen. Wenn nicht jetzt, dann später. Außerdem zahlen wir sie im Moment eh schon mit. Ja, deswegen also einmal alles, refurbischen und gut ist. Also alles, was im Depot steht, nicht verkauft wird, kostet jeden Monat Geld. Also das, was wir hier machen, ist reine Schikane uns gegenüber, aber es macht halt einfach Spaß. Ja, und es ist nachhaltig, weil du verkaufst die Fahrzeuge nicht, du verschrottest sie nicht. Genau. Sondern sie werden halt aufgearbeitet und wieder in Betrieb genommen. Das ist die Staffel der Nachhaltigkeit. Ja, hier haben wir sie. Gut, dann haben wir sie hier aber auch aus dem Kreisel mit raus, ne? Also zumindest auf dem Rückweg. Also es ist ja, vielleicht das gar nicht so schlecht. Immer sein. Finde ich auch. Und es ist ein bisschen mehr Leben hier in der Bude. Mich hätte es noch interessiert, wo die anderen jetzt hingefahren sind, die PKWs, weil hier sonst gar keiner im Moment mehr fährt. Aber die fahren hier und das ist auch okay so. Könnten hier natürlich die Straße noch mal einmal zumindest um eins aufwerten. Einen aufwerten, ja, das stimmt. Oder wir könnten auch den Straßenanschluss da vorne eigentlich wieder herabmachen, sozusagen. Halt, alter Schwede. Koordinieren. Okay, hier. Ja. So, würde ich lassen. So schlecht. Ja, ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir den da haben. Na, hier. Könnte entsprechend anpassen. Ja, da hast du den Bahnübergang Problematik. Dann bleibt der halt schmal. Schikane. Genau, da hat er die Probleme. Oh! Ist immer sowas mittendrin passiert, ne? Wagen? Was würdest du sagen, Manu? Fragen wir mal den Bürgermeister. Wir haben keine Zeit dafür, hallo? Egal. Egal, sagt er, egal. Wo ist er denn? Wir haben die Abforderung gemacht, das, was ich davon gezeigt habe. Und schon sagt er, ich baue mich aus. Also da geht jetzt der... Irgendeine Mühle geht jetzt drauf, habe ich ja gesehen. Die hier hinten. Die. Aber bis wir hier Getreide haben, sieht außerordentlich schlecht aus. Stimmt. Nächste Bauernhof. Der nächste Bauernhof, boah, kann ich dir nicht sagen. Okay, der Bürgermeister hat den Abriss genehmigt. Das war jetzt aber eine schnelle Unterschrift. Ja, aber es ist auch wirklich, also hier hinten hätten wir eine. Da wäre ein Bauernhof in Kantopolis. Würde ich sogar freigeben dafür, aber. Ja, gut, aber wir brauchen ja den Platz auch für den Schienenweg später mal. Ist vielleicht gut, wenn die nicht mehr da ist, das stimmt. Ja, wie war das? Der Bürgermeister sieht das positiv. Im Rahmen der Stadtentwicklung. Ja. Also wie gesagt, hier geht jetzt mehr Öl raus. Der hat jetzt die Produktion erhöht. Das heißt, wir sind immer noch nicht am Anschlag, aber... Ja, aber ich glaube, die LKW ist gleich. Ah, ich noch nicht so sehen. Ja, okay, sind noch zwei da. Sind noch zwei da. Da ist einer auf dem Rückweg. Und die fahren aber auch schon gut gefüllt, ne? Ja, wir sagen ja, warten noch voll. Sind da jetzt drauf? 10. Da für den Durchfluss, wa? Ja, für den Durchfluss würde ich. Und was schätzt du, wo kauft er? Wieder in Kantopolis. Oder wollen wir selber kaufen? Da wir Zeit haben, würde ich sagen, gucken wir mal, wo er sie kauft. Okay. Kaufen.
Hier sind sie nicht. Also dann bei mir. Also bei dir, ja. Nimmst du doch den kürzeren Weg. Hier sind wir noch, die fahren alle über den alten... Trampelfahrt. Ja, ja gut, die Autobahn Braunschweig-Aschaffenburg steht ja nicht im Verkehrswegeplan drin. Ne, das stimmt. Durchaus nicht. Achso, wir hatten früher noch ein neues Holzwerk. Ach hier, guck mal, das ist wieder an derselben Stelle. Mhm. Oder? Also der Stadtverteiler. Ne, das war schon. Schon, Sägewerk, ne? Hm? Hm. Nun gut. Ja, guck mal, Stadtverteilung kurz nochmal in... Ach nee, wir wollten ja noch Kaffee-Rösterei, wollten wir ja. Ach, noch... Genau, der erste Sprit ist ja da, genau. Der erste Sprit ist da, die produzieren auch, der ist schon am vollen Limit. Das heißt, wir müssten jetzt mehr abfordern, um die Kraftstoffproduktion auszubauen. So, Stadtverteiler, wo meinst du? Röststoff wollten wir doch nochmal... Röststoffe, du meinst den hier, der schon an der obersten, am obersten Limit ist, da bauen wir jetzt einfach nochmal einen zweiten Trommel dazu. Eine zweite Rösttrommel dazu und dadurch geht er halt direkt auch in höheren Versand. Davon hängt halt vieles ab, ne? Wir sind Lieferant, ne gar nicht, wir sind Zulieferer für die Kaffeeröstereien. Und ich glaube, so viele haben wir gar nicht, die da produzieren. Deswegen, da würde ich noch mal kurz gucken. Als Lieferant haben wir Braunschweig und Wartbichel. Die beiden Röstereien. Deswegen wird da wahrscheinlich noch mal sehr, sehr viel passieren. So, wir haben jetzt auf dem Weg gebracht unsere Raffinerie-Geschichte hier, die LKWs. Die sind im Zulauf. Dass wir die hier noch mit in Gange bringen. Ja, da könnte man noch die Bahnsteige wechseln. Achso, in dem zweiten. Ja, wegen dem. Ja, in dem unteren, ja. Einen leicht höheren Durchsatz kriegen vielleicht. M1. Hier machen wir das genauso. Immer reicht. Und dann können wir nochmal. So, und 3 dazu. Benennen. Oh ja. Ölraffi. Ne, Hauptölraffi. Ne, warte mal. Ölraffi 1. Ja, aber dann nur noch nach nochmal hinterher benennen, ne? Oh, passt sogar 2. War das keine 1? Okay, das sind aber unsere 1. Also das haben wir, das haben wir. Ja, müssen wir halt nur gucken, wie viele Loks wir da jetzt drauf haben, die dann halt auch das Öl durchbringen. Wir haben jetzt 4 Züge haben wir da drauf. Okay, Kontostand hält sich im Moment aber. Wir setzen aber auch vieles neu drauf und hauen vieles im Moment an Geldern raus. Okay, wir sind jetzt bei 23 Minuten. Das hatten wir jetzt gemacht. Genau, wir wollten jetzt noch, damit wir wirklich die Kraftstoffproduktion voll durchpimpen, wollten wir jetzt noch die vierte, also in Anführungszeichen dritte Ölraffinerie. Hier haben wir ja schon Produktion und auch Zulieferung. Die würde ich ganz gerne noch mit anschließen und mit rüberbringen nach... Achso, ich wollte gerade sagen, wieso fahren denn hier jetzt noch mehr LKW? Mit nach Kantopolis wollte ich gerade sagen, mit zur. Hauptumschlagsplatz. Zum Umschlagplatz, genau. Das ist eigentlich so der richtige Name dafür. Könnten wir theoretisch. Das ist eine gute Idee, Manu. Rückwärtigen Anschluss missbrauchen. Ja, wenn wir einen hätten. Wieso hast du da keinen gebaut? Du die Maus dauernd festhältst. Ich kralle mich an der Maus fest. Maße. Machen wir natürlich nicht.
Etwas störrisch. So, grausam, ne? Okay, dann müssen wir halt damit arbeiten. Ja, der will irgendwie nicht so. Habe ich das Gefühl? Das muss man nicht, aber sieht schon ganz gut aus. So, kriegen wir das auch noch auf 10? Ja. Dann haben wir komplett 10 Meter. Können dann nochmal. Ja, ich weiß, durch die Raffinerie zurück macht wenig Sinn. Aber machen wir trotzdem. Wir müssen halt hauptsächlich den Bahnhof erreichen. Oder wir fahren hin, da durch und laden hier vorne ab. Rechts abladen. In dem Ding drin. Und zurückfahren. Können wir auch machen. Aber dann lassen wir die anderen hinten rum reinfahren. Kleiner Wegpunkt. So, Linie verwalten. Der 2. Also von der 2 über den Wegpunkt da rein. So. Und dann wollten wir noch bei der 1 2 und 3 hinzufügen. Und bei der hier auch. Dann eine neue Linie. Alles immer noch KA. Raffi. Was denn? Möchtest du fliegen, fahren oder dampfen? Drammen? UFO? Kommt erst später. Achso, ach, falsches Spiel. GT, oder? GT, ja. Oder Tram? Tram wäre, glaube ich, Masse besser, ne? Ah, nee, machen wir Truck. Ja. Wir haben mittlerweile große Trucks, also bitte. Ja. GTL habe ich es extra genannt. Wenn man die auseinanderhalten kann, der soll hier anliefern. Auf der... Oh, hat er schon. Genau. Und ja. Holt... Da fahren wir damit rein. Ja, fahren wir mit rein. Ich baue das jetzt erstmal so hin, dass es da passt. Und dann bauen wir das Ganze gleich aus. So dass wir schon mal die LKWs on Tour haben. So, jetzt können wir ja neue nehmen. Haben wir noch ein bisschen Auswahl. So, wir brauchen dieses Mal Öl. Kein Rohöl. Nur Öl. Hm. Wir dann. Auto, scrollen. Autocarries gibt es ja. Hier waren die mit Anhänger. Hier hatten die auch schon. Nein, die hatten. Nee, auch nicht. Hatten wir nicht schon welche mit Anhänger? Ganz unten, glaube ich. Nee, ganz unten. Auch nicht. Oder konnten die alle kein Öl? Das kann natürlich auch sein. Aber ja. 48 ist auch schon super. km/h? Ja, komm. 70 km/h. Haben wir sogar eine Aussuchung. Die von Shell haben extra noch ein bisschen mehr Emissionen. Und die von der Chip auch. Also ich muss ja nicht zusätzliche Emissionen haben. Also gehen wir jetzt mit. Sehen und können noch nachkaufen. Alle lackieren in. Dunklen Blau. Oh, ganz lackiert. Sehr cool. Muss ich natürlich gucken, wo sie anfangen. Die werden wahrscheinlich als erstes zu einer woanders hinfahren, aber das will ich ja gar nicht. AB. Ne, war doch KA. GTKA. GTKA. Das ist schon G-Trams. Das will ich ja nicht. Raffi Pendel XXL. Wollen wir mal gucken, ob der jetzt schon sagt, wir gehen in den Versand. Nö, sagt er nicht. Mal schauen, wo der erste hin möchte. Öl Raffi 1. Hier ist nur Raffi 1. Öl Raffi 1, die fahren alle Öl Raffi 1. Also mal umdrehen. Oh, die machen aber einen guten Start, ey.
So, müssen wir den mal eben ein bisschen ausbauen. Platz verschaffen. Mit der Plattform. Ja, dann noch ein Häuschen. Ein Häuschen. Hier liegt schon das erste, das ist sehr, sehr gut. Jetzt können wir denen natürlich noch mal ein bisschen beibringen. Linie verwalten. Linie verwalten. Bei der Raffi 1, wartet bitte auf die 1. Alternativ 2 und 3. Und wartet bitte. Ist voll, oder? Ja, ruhig 3 Minuten. Laden, wenn vorhanden, laden. So, jetzt haben wir zu viele schon unterwegs. Dann noch mal ein paar von bitte wenden wieder. Der ganz vorne bitte auch. Turn around. Weil die brauchen wir da drüben noch alle noch gar nicht. Sollten mal überlegen, ob unsere Milch-LKWs nicht auch noch mal in die, von denen hier ersetzen. Kann man durchaus machen bei der Masse. 40 Fahrzeuge. Okay, wir sind mal wieder über eine Milliarde, dann können wir da durchaus drüber nachdenken. Die können auch Milch, das ist gut. 38 Millionen Flocken. Damit. Oh, hübsche Farbe. Mm, ist die hübsch. Kaugummifarben. Oh. Das ist Erdbeermilch. Eindeutig Himbeer. Mm. Du hast recht. Aber ihr seht, die Millionen, die wir uns gerade schon zusammen verdient haben, sind wieder weg. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, oh, die haben jetzt aber Umsatz. So. Ja gut, aber wir investieren ja auch. Genau. Es ist ja nicht so, dass man jetzt Geld rausschmeißen für was, was nicht unbedingt läuft. So, das heißt, müssen wir ein bisschen drauf achten. Kaffeezüge. Die haben 560 Kapazität. Wird natürlich eng, ne? Oh, mhm. Ich haben wir aber auch in Sechsfachtraktion, Alter. Jetzt weißt du ja, warum wir so viel Minus haben, ne? Ja gut, sollte ja Dampf sein. Also ich hätte da ja was kostengünstigeres mittlerweile im Angebot. Ach, jetzt hör auf. Ich sag da nur V300. So, liegen bleiben, 300 und? Für den nächsten Zug. Und der kommt wo? Da. In der Steigung? Nö. Ja, doch. Ja, mit 97. Mal lassen wir ein bisschen in Beobachtung. Wir haben noch eine Reserve von 1500, also das ist machbar. Also Leute, in die Kommentare schreiben, wenn die Berge größer werden. Also der Ausbau ist gemacht, das heißt, die haben jetzt einen Konsum von 5, nee, warte mal, der produziert 500, das heißt, die haben jetzt einen Konsum von 250. Richtig? Ja. Okay. Also müssen wir jetzt sehen, dass was passiert? Mehr Abnehmer. Mehr Abnehmer. So, wie wollen wir das jetzt machen? Und welche Stadt? Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Das besprechen wir gleich mit den Bürgermeistern. So, wir hatten ja bei mir in der Stadt auch noch ein paar Anpassungen. Ja. Oh ja, gute Idee. Hier sind da ja so ein paar Stolperfallen aufgefallen. Hier sind ein bisschen schräg gebaut worden. Also der Baumeister, da hat hier ein bisschen wilde Sau gespielt. Und da ist der Bürgermeister nicht mit einverstanden. Nee. Du willst wirklich alles weg haben hier? Ja. Das war Spatzbau. So, alles nicht genehmigt gewesen. Dann haben wir hier vorne noch den Rest. Da wollen wir den Anschluss noch ein bisschen hübscher machen. Ist ja ein Straßenverkehr. Jetzt gucken wir, was hier an Autos fahren. Ja, weil sie alle durchs Terminal da hinten durchfahren. Die fahren durchs Terminal. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Also soll ich dir mal zeigen, wie man das vermeidet? Indem man den... So. Busspur. Sieht man nicht. Ist aber sehr effektiv. Aber wir wollen ja eh hier vorne die Straße abreißen. Ne? Und dann die Querstraße hier auch. Und dann dazu die Straße anschließen an... Awesome. Halt ohne Tramgleis. Hier vorne ran. So, ne? Oder wolltest du jetzt ganz gerade wieder? So passt. Ja, gut. Und die wollen wir auch miteinander verbinden? Oder die könnte man ja bis ganz vorne verbinden zum Terminal an die Straße in einem Bogen. Ja. Bogen.
Bogen? Ja, geht gleich los. Wollte nur einen ordentlichen Bogen machen. Braunschweig hat ein neues Kohlebergwerk. Wo ist das denn gegangen? Wo war das denn noch? Ach, das ist hier vorne weg gewesen. Ja, ne? Das ist ein Kohlewerk. Braunschweig. Nice. So, und dann die Straßen da anschließen, ne? Genau. Ja, findet deine Stadt auch gut? Eine kannst du bitte gleich mit ausbauen. Rein anbinden. Zufällig gerade da gewesen, ja. Und anbinden, dass es da gar keinen Verdruss gibt. Genau, und dann wollten wir auch, guck mal, jetzt könnten wir die ja sogar so richtig offiziell hier anschließen. Mhm. Könnten wir durchaus machen. Ja. Ich würde schon an die Kreuzung. Möchtest du direkt an eine Kreuzung? Können wir hier nicht retten, die beiden Häuser, glaube ich nicht. Obwohl. Und sich wieder frisch. Okay. So, aber damit da nichts Komisches mit passiert, werden wir da eine Busstraße einsetzen. Genau. Damit haben wir eigentlich nur gewollt, dass wir die Häuser, die hier schon gebaut sind, mit der Haltestelle schon mal angefreundet werden. Also, da wird sich ja wohl oder übel demnächst noch eine neue. Das könnte man doch an die Breitstraße auch noch mit einem leichten Schlenker anbinden. Willst du? Ja. Dann fahren sie da durch, ne? Ist mir wohl bewusst. Okay. Hauptsache, sie fahren nicht durch dein Depot, habe ich verstanden. Erstens das und zweitens, könnte man die auch noch vierspurig machen da außen, die Straße. Welche? Das, was du gerade als Bogen gebaut hast, bis vorne hin als vierspurige. Oh, gute Wahl. Wenn es am Depot vorbeigeht. Oh, auf die Reihe kriegt. Ja. Dann könnten wir es noch. Dann könnte man hier mit in den Berg rein, theoretisch. Und könnte irgend. Aber warte, bevor wir das jetzt machen. Ich bin ja Kumpel, ne? Oh, geht gar nicht. Aber wollte ich mal Kumpel sein, kann ich nicht mal Kumpel sein, Mann. Ja, weil ein Haus unten steht. Ja. Ich reiß das mal eben ab, ja. Oh. Ist für die Zukunftsplanung von immenser Priorität. Weil dann hätten wir nämlich hier vorne schon den Tunneleingang. Oh, ja. Das ist ja hübsch. Ja. Oder so. Moment. So, jetzt müsste das gehen. Wollen wir nochmal. Okay, machen wir anders. Das Spiel will manchmal nicht so mit uns spielen, wie wir mit dem Spiel spielen wollen. Deswegen müssen wir dem Spiel manchmal ein bisschen Regeln aufstellen, womit das Spiel ein paar Problemchen hat. Aber meistens hat es dennoch verstanden, was wir von dem Spiel wollen. Ergebnis? Sehr positiv. Hast du gut gemacht, Manu. Guck mal, da ist er gleich sprachlos. Hust, hust. Gut, hier können wir die Ampel natürlich nicht entfernen, weil das zu nah dran ist. Wollen wir das nochmal einen Ticken weiter nach links bauen? Dass wir nicht direkt da. Ja, könnten wir eigentlich machen, ja. Wäre, glaube ich, für die Zukunft eine interessante Wendung. Also theoretisch wäre dann hier der Straßenanschluss. So. Ja. Schwung? Ja, geht gleich los. Muss ihm auch die Chance geben, einen Schwung zu machen. Vielleicht einfach nochmal neu planen. Nee.
Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Mario. Das ist sehr gut gebaut. So, jetzt können wir nochmal die Ampel nehmen. Guck mal, da habe ich nämlich auch keine Ampel vor. Und hier vorne die Ampel auch weg. Dann bauen wir hier noch eine Straße, vierspurig. Ja, gar nicht vierspurig. Warte mal, die. Ach ne, in 10 Meter die. Dahin. Und dann wird das auch noch eine Busspur. Dann haben wir nämlich auf beiden Seiten Busspuren. Dann dürften sie es theoretisch nicht mehr nutzen, weil die dazwischen nicht rankommen könnten. Wenn wir noch eine Linie drin, gibt es ja gar nicht. Dann bauen wir. Apropos Tramlinie. Könntest du mal Fahrzeuge modernisieren? Was? Hier gibt es keine neuen Fahrzeuge. Habe ich kein Geld? Nein. Kick mal, ich habe einen Linus hier. Da bist du aber 1,1 Millionen Kantdollar schwer. Milliarden. Also keine komischen Sachen hier. Stimmt, ja, du machst 80 Millionen die Minute. Die Minute? Ich sehe, was für Fahrzeuge? In der Sekunde. Die Gütertrams mal. Achso, du wolltest die schnelleren haben. Mit der Antriebstechnik modernisieren, ja. 13 Fahrzeuge. Weiterhin mit 6 Wagen. Ja. Haben jetzt ja hier unten den Kollegen George hatten wir ja. Jetzt wollen wir ja den Rätien. Sechsfach Cargo, genau. Jetzt kommen wir endlich mal Schmutz hier in die Bude. So, 10 Fahrzeuge. Achso. Nee, warte mal, ersetzen. Auch Rädchen. 6 Waggons. Ja, 6 Waggons. Auch ersetzen. Und auch hier nochmal 14 Fahrzeuge. Was haben die denn leistungstechnisch? Oh, die sind ja mal Leistung. Ja, deswegen. Ist ja nicht nur Geschwindigkeitserhöhung, sondern auch Leistungserhöhung. Ja, ich will einen höheren Durchsatz haben. Kann uns ja nur zugutekommen. Nur dir. Ja, deine Abforderungen in der Burgerfabrik aber auch. So, jetzt ja, haben wir sie jetzt alle Linien. Da bauen wir noch links. Bauen wir noch dem, links? Ja, oh, der ja. In dem anderen Terminal. Ach so, der, ja. Mhm. Da fällt immer noch einer durch. Ich baue gleich hinten den Straßenabschluss ab. Alle Fahrzeuge ersetzen gegen den in Schüttgutachter, ne? Nee, nicht Schüttgut, was ist denn das? Er muss Baumar können. Nee, er muss Baumar können. Oder? Da war Schüttgutwagen dran, weil das die Steine sind. Ach, das ist der Stein. Ja, dann nimm die. Ja, Schüttgut. Muss ich schon dem Manu erzählen, was er für Fahrzeuge hier fährt, weißt du? Stimmt, das ist ja noch der Zulieferer. Jetzt könnte man noch Kohle und Eisen umbauen. Und auch dann noch? Ja. Guck mal, der ist schon umgebaut, der Kohle. Den beim letzten Mal schon. Das heißt, jetzt müsste theoretisch noch hier drüben alles ersetzt werden. Wie sind das? Nochmal 10 Fahrzeuge. Willst du alle umbauen? Hm? Okay. Sind das schön gut? Eine gedeckte Wagen. Achso, das sind die Brötchen liefern. Ja? Nee, Backwaren, ja. Gedeckte. Ach, das sind die. Ach, da. Wie sind denn die schwarz? Recycelt haben. So, weil die recycelt sind. Und recycelt sehen die so kaputt und dreckig aus. Ja, du hast damals kein Geld für Farbe. So, und das war jetzt wieder Schüttgut, achtfach. Eis. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Guck mal, wie die jetzt abgehen hier. Ja. Das finde ich auch. Das ist ja hier Optimation, hier wollte ich gerade sagen. Optimierung. Da dürfte jetzt ja Kaffee mit sein, ne? Genau, Kaffee für Offenburg. Guck mal, Offenburg gibt schon Kaffee. Ist das der Wahnsinn? Personenzug. Boah, auch sehr gut. Also ihr seht, ein paar Talerchen machen wir wieder. Das heißt, wir haben trotzdem immer noch sehr gute Wartungswerte.
Wo die Straße nachher hinführt, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, die wird nachher hier auf dem Ring mit weitergehen. Wollten wir jetzt noch hier die Straßen... Aha, neue Mühle in Kantopolis. Na, wo ist sie denn? Auf der anderen Seite vom Wasser? Huch. Wäre jetzt da witzig, ohne das zu sehen. Ich habe noch keine Ahnung, wo die ist. Hier unten ist ja die der Bauernhof. Ah, direkt neben dem Burger. Neben der Ölding auf dem Weg. Was? Unten am Wasser. Ach, da rechts unten? Oh. Da könnten wir ja quasi von hier da runterfahren. Ja, terroristisch gesehen, ja. Alter, aber ich weiß schon, wie viel Aufwand das da hinten ist. Deswegen, also das wäre höchstens was, was man nebenbei safen könnte, weil hier eh die Strecke durchgeht. Halt. Gleise. Weil hier eh die Strecke durchgeht. Achso, hier geht kein Gleis mehr weiter. Aber das wäre was, wo wir dann hier anbinden. Da hast du so die eine andere LKW-Möglichkeit. Ja, da hätte man auch LKW-Möglichkeiten, das stimmt. Was für ein toller Straßenanschluss. Also sehr kreativ, finde ich. Oh. Ist halt so. Ist so, genau. Und die halten wieder alles auf hier, die Burger-Kutscher hier. Soll doch mal aufwerten, die Burger-Kutscher. Okay, ich habe gerade schon die Info gekriegt aus der Regie hier. Zeit, ne? Kannst ja, Overtime. Die Zeit. Wir sind schon voll drüber über die Zeit. Nein, sind wir noch nicht. Ein bisschen sind wir drüber. Aber jetzt wollen wir mal gucken. Und hier, Produktion ist jetzt schon auf... Oh. Volle Produktion, aber Versand ist noch nicht so hoch. Bei 21. Wer ist denn Abnehmer? Achso, das ist der Einzige, ne? Treibstoffraffinerie. Wir müssen natürlich sehen, wir werden gleich entscheiden gemeinsam, wie wir hiermit weiter vorgehen. Auch hier ist die Produktion schon hoch genug, dass wir ausbauen könnten. Wir haben natürlich jetzt eine Reserve von 250, die wir noch verteilen werden. Da werden wir gleich entscheiden, wo die hingehen. Das würde ich sagen, schauen wir uns an und ihr schaltet wieder ein zu einer weiteren Folge Transport Fever 2, wenn ich eine schöne Situation gefunden habe, mit der wir aufhören können. Hier ist ordentlich Gewusel, von daher vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst das Däumchen nicht und bis zum nächsten Mal. Euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Manu? Tschüss.